Ja, servus, TH-Freunde. Zweites Spiel, Finale, Paul gegen Lufnest. Das erste Spiel hat Lufnest ja, ich sag mal, verdient gewonnen. Ja, keine großen Fehler von ihm. Das überlegene Sniper-Play, das war auch im Prinzip der Grund, warum er gewonnen hat. Also beide hatten ja zwei Sniper gebracht und ja, Lufnest hat sich halt dadurch einfach durchgesetzt, weil er eben, also Paul hat, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Sniper gebracht, weil er sie immer wieder verloren hat. Ich denke, das war dann auch der Schlüssel zum Sieg für Lufnest, weil er, was das angeht, einfach überlegen war. Und ja, von daher verdienter Sieg. Schauen wir mal, wie es im Rückspiel jetzt abläuft. Gleiche Fraktionen, gleiche Map. Gleiche Commander. Ja, mal sehen, was es unter Umständen für Variationen gibt, vor allen Dingen von Paul. Ob er vielleicht was draus lernt, was ihm im ersten Spiel passiert ist. Ja. Ich bin immer noch maximal unproduktiv. Ich habe immer noch Urlaub. Das heißt, außer Zocken, Casten, Essen und Schlafen mache ich nichts. Groß momentan. Ab nächste Woche bin ich dann aber leider wieder ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Von daher freue ich mich jetzt, dass ich hier noch Zeit habe, jetzt mittags einfach mal blöd rumzusitzen und zu casten. Naja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es bald vorbei ist wieder. Aber okay. Freuen wir uns auf ein schönes Spiel, lassen laufen und mal gucken, was es, wie gesagt, jetzt. Wie die Spieler sich anpassen und was sie vielleicht aus dem ersten Spiel lernen. Ja, Conscript Start wieder, da kann man jetzt nichts groß draus ableiten. Lufnis startet genauso wie im vorigen Spiel auch mit MG, zieht sein T1 hoch, kommt jetzt ein Gren raus bestimmt. Was soll da auch sonst jetzt rauskommen? Ja, so ist es auch. MG42-Trupp ist bereit zum Paul Einsatz. weiert hier wieder zu, versucht's zumindest. Wir Ja, haben schafft er etwas für auch, ist das ja nichts in der Vorderland Nähe. eingenommen. Ja, das ist schon auch immer ganz praktisch. Da hat man halt, also ich meine, wie ich im ersten Cast auch schon gesagt habe, das ist kein Wir haben einen Drama, wenn neuen der Gegner das Grenadiertrupp. macht. Das, ich meine, da schneidet man dann halt einfach auf und so. Aber wenn man einen Minensucher dann hat, aber. Ich sag mal, man hat erst halt mal ein bisschen Ruhe da. Andererseits bin ich irgendwie der Meinung, das hilft eigentlich, finde ich, jetzt Lufnest eigentlich mehr als Paul, weil, also Lufnest bringt ein MG, das wird er hier immer jetzt hier irgendwo haben, geht vielleicht erstmal nach links, um auf den Mundpunkt zu gehen, dann wird das ein bisschen nach rechts ziehen, um hier ein bisschen rumzustressen und so weiter. Und dadurch, dass Paul hier zuwired, nimmt er sich halt selber auch eigentlich eine Flanking-Möglichkeit auf das MG. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, diesen Draht da immer zu ziehen. Ich meine, klar, man hat halt für ein paar Minuten oder so jetzt erstmal den Punkt hier sicher, aber bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, das immer zu machen. Also für Lufnest ist der Draht eigentlich besser als für Paul, meiner Meinung nach. Aber okay. Ja, jetzt halt hier so ein bisschen Ghost Wire, das zerschießt er jetzt hier, der Kollege Lufnest. Legt dann selber Wire in die Deckung, das ist immer gut, weil hier steht immer jemand in grüner Deckung. Ja, wie im ersten Spiel auch geht Lufnest eher spielt erstmal eher linkslastig. Ja, wobei das eigentlich egal ist. Also man muss sich ja halt nun mal immer erstmal vor allem als Austair-Spieler für eine Seite entscheiden. Nimmt halt hier die linke, die rechte würde genauso gehen. Das ist einfach nur ja, persönliche Vorliebe vielleicht auch einfach. Würde aber hier auf rechts genauso gut funktionieren.
Vielleicht sogar ein bisschen besser mit dem Haus hier, wo man dann zur Not tatsächlich das MG reinsetzen kann, wenn man ein bisschen Ärger kriegt, gleich im ersten Gefecht oder so. Ja, hier auch wieder, wie man sieht, es wird einfach aufgeschnitten. Was ich gesagt habe, Lufnus versucht dann auch immer, das hier zuzuwiren, weil er halt auch merkt, ja, für ihn ist das eigentlich auch ziemlich gut, wegen dem MG-Play, wie ich schon ausgeführt habe. Problem ist, das schafft man normal nicht mehr. Also entweder schickt man sofort eine Einheit hier hin und wiret das zu, oder man schafft es halt einfach nicht, weil ja, hier sind immer irgendwelche Einheiten unterwegs. Das ist dann unwahrscheinlich, dass man die Zeit bekommt, hier komplett zuzuwiren. Ja, Lufnus spielt genauso wie im vorigen Spiel, bringt jetzt hier wieder einen Sniper und Paul auch. Also ich weiß nicht, ob das so. Ich meine, Paul hat doch jetzt im ersten Spiel wirklich eindrucksvoll vorgeführt bekommen, dass Lufnus, was das Sniper-Play angeht, überlegen ist. Also da jetzt wieder sich auf dieses Battle einzulassen, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber vielleicht spielt das ja auch einfach ein bisschen besser. Irgendwie ist das Spiel, ist das überhaupt das richtige Spiel? Das ist ja wirklich völlig identisch, was die hier abziehen. Habe ich das falsche Spiel geladen? Nee, oder? Ich habe doch aufgepasst. Ja, schauen wir mal. Ich werde es ja bald sehen. Aber momentan ist es tatsächlich komplett identisch zum ersten Spiel. Kommt der zweite Sniper, genauso wie im ersten Spiel hier von Paul auch. Aber er hat nur zwei Conscripts. Das war im ersten Spiel anders. Ich habe schon das richtige Spiel, glaube ich. Ja, aber trotzdem jetzt hier wieder genau das gleiche abzuziehen, halte ich vor allen Dingen für Paul irgendwie, weiß nicht. Also ich meine, Lufnus hat jetzt hier nicht wirklich Grund, was zu ändern, hat ja einwandfrei funktioniert, so mehr oder weniger alles, aber Paul hätte man vielleicht schon über eine Variation zumindest eine leichte nachdenken können. Vielleicht mal einfach einen Scout-Car bringen, um die Sniper von Lufnest ein bisschen mehr unter Druck zu setzen am Anfang auch. Irgendwie sowas in die Richtung halt. Jetzt latscht hier der schon wieder aufgetarnt rum. Da wird er sich gleich was einfangen, wenn er Pech hat. Er läuft hier ein bisschen verpeilt in der Gegend rum irgendwie. Ja, zwei Sniper jetzt schon wieder da. Also ich habe dann schon die Befürchtung, dass das ähnlich abläuft wie im ersten Spiel, weil ich bin schon der Meinung, dass Lufnus einfach der bessere Spieler ist. Vor allem auch, was jetzt hier so das Sniper-Play angeht. Ja, hier sieht man es schon, kriegt schon wieder den ersten Schuss, kann er gleich wieder retreaten. Da hat er jetzt nur Glück gehabt, dass eben die Sniper noch kein Wett haben und dementsprechend diese Doppelschussgeschichte mit dem Brandgeschoss jetzt eben noch nicht möglich ist, sonst wäre er hier schon wieder am Arsch gewesen, der Paul. Und man darf auch nicht unterschätzen, hier dieser Sniper, ich meine, der hat zwei Mann und es ist nicht so schlimm, wenn man einen verliert, nur das ist halt massiv teuer. Also, den zu refreshen kostet, glaube ich, fast 100 Manpower. Ich glaube 95 oder irgendwie sowas in der Richtung. Also wenn man dann den Mann verliert, dann ist das schon trotzdem bitter. Erstens, das dauert ewig, um den zu refreshen, und zweitens, wie gesagt, teuer halt. Also es ist natürlich cool, das zu haben, nur ständig sollte man das auch nicht machen. Hier immer wieder sich einen Mann rausschießen zu lassen. Und wie gesagt, sobald die Jungs hier die Wehrmachtssniper dann Wett haben, dann ist das auch ganz schnell mal wieder ein Fuck. Also ich hätte jetzt hier mal so eine Variation vielleicht mit Scout Car irgendwie besser gefunden. Oder einfach mal mehrere Conscripts bringen, ein schnelles Fahrzeug raushauen, irgendwie sowas in der Richtung halt. Weil ansonsten. Aber gut, schauen wir mal. Jetzt stellt sich Paul ja auch einfach besser an diesmal. Ja, der. Auch schon wieder ziemlich starke
Map Control von Loofnest, vor allem für Ostair-Verhältnisse. Hier muss er jetzt aber aufpassen. Ich glaube, mir ist nicht klar, dass hier schon wieder ein Sniper steht. Ja, das habe ich ja beim ersten Spiel auch schon gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, wie Paul das hier immer angeht. Also, er setzt halt seine Sniper, ich sag mal, ganz normal ein. Also, wie wenn jetzt der Gegner keine Sniper auf dem Feld hätte. Also, er schickt die einfach raus und lässt die dann feuern. Auch hier auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht einfach sinnvoller wäre, wenn er das nicht immer sofort, ja, jetzt hier schon wieder. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sinnvoller wäre, vielleicht dem Gegner nicht immer sofort zu zeigen, dass man einen Sniper hat. So dass man die erstmal ein bisschen rumstehen lässt. Ah, jetzt kommt der dritte Sniper. Jetzt bin ich mir endgültig sicher, dass ich das richtige Spiel habe und nicht wieder das gleiche geladen habe. Ja, er versucht jetzt einfach der Geschichte zu begegnen, indem er einfach mehr Sniper hat wie der Gegner. Ja, ist ein Ansatz. Wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Wie gesagt, ich meine, es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, was anderes zu probieren, aber vielleicht straft er mich ja Lügen. Hier liegt schon eine Sprengladung. Gut, Loofnest wird jetzt, hat die, auch immer, wie jeder gute Spieler, auch immer einen Minensucher. Aber man hat ja oft dann trotzdem vielleicht auch das Glück, dass da halt eben gerade da mal nicht der Pyro hingeht zum Captain, sondern eine andere Einheit. Einen Sniper würde er da allerdings nicht erwischen, aber ja, kann auch mit Minensucher auf dem Feld funktionieren. Hier könnte er sich eigentlich in Deckung stellen. Paul schnallt das, glaube ich. Oh, jetzt muss er hier aber weg. Jetzt hat er es geschafft, geschnallt. Ja, aber jetzt haben wir halt schon wieder das Problem, wie im ersten Spiel oder wie man es halt generell mit Russen hat. Hier ist jetzt schon das LMG da. Das bedeutet, in so einem Duell hier ist der Wehrmachtler halt einfach massiv überlegen gegenüber dem Konskript. Auch wenn der jetzt hier Wett hat, das ist egal. Der Kollege hier gewinnt halt einfach. Ja gut, jetzt muss er dann weg, weil Verstärkung kommt und so. Und vor allem die Sniper. Aber so grundsätzlich im 1 gegen 1 ist die Ostair-Infanterie halt einfach überlegen. Ja, hier auch gleich wieder schön Heal gebracht. Das ist wirklich ein Muss, wenn man Sniper spielt. Hier vielleicht jetzt noch eine andere Variation von, oder eine leichte Variation von Loofnest im Vergleich zum ersten Spiel. Er bringt jetzt hier sofort eine Pack. Im ersten Spiel hat er erst noch das den Panzerspielwagen rausgehauen. Nur mit dem Teil, also Paul hat ja dann den M17 rausgehauen, also der mit der böse pinnenden Vierlingskanone auf der Ladefläche. Und das Ding raped halt das, den Panzerspielwagen auf übelste Art und Weise. Das heißt, die Sinnhaftigkeit ist jetzt nicht so gegeben, wenn Paul das wieder so machen sollte. Von daher hat er sich jetzt gleich gedacht, ich hau gleich mal eine Pack raus. Das ist vielleicht sinnvoller. Das ist mal nur so als leichter Unterschied. Ja, jetzt die Pack, wenn er nicht aufpasst, ist die halt aber gleich weg. Ja, aber ich denke, er wird sie nicht verlieren, weil hier kommen schon die Sniper, da muss er jetzt eigentlich schon wieder weg, der Paul. Aber trotzdem natürlich grundsätzlich eine nervige Sache. Ah, ich bin so behindert, jetzt habe ich schon wieder verplant, der hat doch drei Sniper gehabt, jetzt ist der schon wieder weg und ich habe es schon wieder nicht gesehen, das gibt's doch nicht. Mann. Ah. Was Behindertes. Ja, aber gut, ich meine, somit geht's halt schon wieder so weiter wie im ersten Spiel auch. Ich meine, Paul
kriegt es halt mit seinen Snipern einfach nicht gebacken, weil Lufnis da halt einfach der bessere Spieler ist. Ich gehe mal davon aus, wird halt so gelaufen sein wie immer halt jetzt schon mittlerweile. Also dieser Doppelschuss von Lufnis, so wird es halt mal wieder gelaufen sein. Das ist einfach so gefährlich, wie der hier rumlatscht. Der sieht ihn doch jetzt schon. Also das ist halt... Jetzt gibt es wahrscheinlich schon wieder den Counter. Nee, traut er sich jetzt nicht. Da muss er weg. Obacht. Ja, aber vor allen Dingen hier dann so ohne Deckung da durchzulaufen, das ist so gefährlich. Hier werden wieder jetzt eifrig Sprengladungen gelegt. Ja, das kann schon ganz effektiv sein, nur wie gesagt, Lufnest ist ja jetzt auch kein schlechter Spieler, der so viele Einheiten wird er sich da nicht fucken lassen. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Ja, jetzt kommt ein T-70. Ja, nie schlecht, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, der Pack ist schon auf dem Feld. Die Kollegen Grenadiere können fausten. Ist wie gesagt nie schlecht. Jetzt kommt doch der Panzerspähwagen. Wozu? Ich meine, da ist natürlich auch bei Sniperplay schon cool, auch um Sicht zu geben und so weiter. Nur ansonsten ist es halt jetzt irgendwie nicht so der Bringer. Weil ich meine, ein Scout-Car kommt nicht, das wäre schon lang da ansonsten. Jetzt kommen zwei T-70. Das ist auch so eine Taktik, die kann man spielen. Ja, da, also vor allen Dingen halt auch so, wie es jetzt Paul auch anscheinend macht. Der erste T-70 ist schon da, der wird jetzt aber nicht sofort irgendwie aufs Feld geschickt, sondern der wartet hier noch wahrscheinlich, bis der zweite da ist. Oder vielleicht sogar der dritte, mal schauen. Und dann, wie gesagt, man schickt nicht den ersten gleich in den Kampf, sondern wartet, bis man einen Rudel von denen hat. Und versucht dann den Gegner, vor allem auch die Pack hier, die er ja schon gesehen hat, quasi durch den Schockeffekt auch zu überrennen und so den Gegner halt gleich mal massiv zu rapen und halt am besten zum Full Retreat zu zwingen. Im Anschluss kann er dann hier schön überall Minen legen und so. Und so weiter. Das heißt, da bin ich jetzt gespannt, wie Paul das macht. Ja, das kann ziemlich effektiv sein. Also ich finde, ja, hier zum Beispiel, wie ich gesagt habe, schon kann effektiv sein. Jetzt kann er sich hier ein MG klauen. Hat dann natürlich unglücklicherweise direkt komplett sein MG direkt da drauf gestellt. Aber natürlich auch gut gelegt von Paul, genau an die richtige Stelle. Die Deckung hier ist irgendwie auch ein bisschen suboptimal. Ich meine, da kann sich halt der Lufnist auch total gut reinstellen. Und naja, weiß nicht, ob man die jetzt hier so dahinstellen muss. Wozu denn? Weil ich habe hier doch sowieso grüne Deckung. So habe ich halt jetzt hier noch nur Deckung für den Feind eigentlich. Aber naja, kein großer Fehler. Es ist nur ein bisschen halt nicht super optimal. Ein neuer Grenadiertrupp ist da. Ja, noch ein Grenadier von Lufnis. Er spielt wirklich so gut wie identisch. Jetzt kommen hier die 2 T-70. Das Problem ist nur, dass Lufnis halt jetzt schon gesehen hat durch das Scout-Car und weil er den Punkt hier hält. Also so überrascht ist er jetzt hier nicht. Er sieht schon, er zieht seine Pack ein bisschen zurück. Der Gren wird hier gleich mal versuchen, den hier zu fausten und den zu slowen. Fängt er sich gleich schon einen Schuss, aber man sieht, das ist natürlich trotzdem, wenn da zwei T-70 auf einmal kommen, das ist nicht so einfach, damit klarzukommen. Ja, und die Pack, die verliert er jetzt, wenn er Pech hat. Ja, die Pack ist weg. Und dann haben die T-70, ja, das ist jetzt natürlich suboptimal gemacht, was war das denn jetzt? Ja, das war ja jetzt scheiße. Ich meine, ja, also,
Also das war jetzt mal Fail. Also der Angriff hat ganz gut geklappt erstmal eigentlich von Paul. Nur, also den darf er sich jetzt natürlich nicht zerschießen lassen. Ein schöner Effekt so eigentlich. Also dann muss er halt einfach hier weiterfahren, zur Not vielleicht hier rum, um das T1 rum, um den von hinten noch zu beschießen. Aber jetzt hier einfach stehen zu bleiben und zu schauen und zu warten, bis der seine Pack refresht, ist natürlich jetzt doof. Natürlich auch unglücklich. Also manchmal oder oft ist es natürlich auch so, ja, wenn da ein Schuss vom T70 halt noch ein bisschen besser sitzt, dann ist die Pack halt jetzt gleich leer, dann hat er kein Problem. Aber dennoch, das war jetzt nicht optimal gemacht von Paul. Also das muss man schon besser spielen dann. Also das war jetzt unnötig und ja, im Prinzip ist dadurch halt jetzt der Push eigentlich im Prinzip wieder für den Arsch. Der eine T70 ist weg und ein einzelner T70, was fährt der denn jetzt hier vor? Das bringt doch jetzt nichts mehr. Da steht doch noch eine Pack. Also das ist da total gefährlich. Boah. Ja, also das war jetzt wirklich nicht perfekt gemacht von Paul. Also das muss natürlich klappen. Die Pack muss natürlich definitiv weg. Und er hat ja auch definitiv die Chance dazu. Also das war jetzt wirklich unnötig, den einen T70 zu verlieren. Der T70 ist jetzt auch erstmal für ein bisschen aus dem Spiel. Also den Schuss hier hätte er sich auch nicht einfangen müssen. Er weiß doch ganz genau, wo die Pack steht. Er hat doch gerade seinen zweiten T70 da verloren. Wie kann man denn dann hier reinfahren? Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das war schon ein bisschen fail. Versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Das ist natürlich gefährlich, weil hier zwei Sniper stehen. Genauso aber hier. Also im Prinzip spielverkehrt die gleiche Aktion von beiden. Ja, das ist generell halt so ein Ding. Im Prinzip spielen die beiden die exakt identische Taktik. Nur halt der eine mit Russen und der andere mit Ostheer. Und wie ich ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe, ist aber halt, ich sag mal, die Wehrmachtseinheiten, die für diese Taktik nötig sind und die Luvnest halt bringt, sind halt einfach denen, den Sowjeteinheiten überlegen. Also vor allem jetzt, was die Infanterie betrifft. Deswegen weiß nicht, ist das halt nicht so optimal. Hier braucht er jetzt hier nicht rumstehen, das wird nichts bringen. Aber gut, der ist immer noch recht low, der T70. Der wird ihn jetzt fausten. Trifft nicht mal. Das sieht man auch nicht oft, dass die Faust daneben geht. Eigentlich nie. Will hier seine Pack nachziehen. Kriegt er noch einen Schuss raus. Und das reicht nicht. Ein halber Meter noch und das Ding wäre weg gewesen. Jetzt ist halt die Pack weg. Ja, jetzt kommt aber schon der Kommandopanzer und damit ist der T-70 jetzt halt komplett aus dem Spiel. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man so einen Rush halt macht, das betrifft eigentlich jede Fraktion, sowohl auch die Amis zum Beispiel. Wenn man wirklich einen Fahrzeug-Rush macht, dann muss er halt auch klappen, weil wenn das nicht klappt, ist danach, also eine zweite Chance kriegt man dann nicht mehr, meistens. Außer der Gegner ist halt schlecht, aber gegen gute Gegner kriegst du da maximal, eigentlich hast du halt einmal die Chance, hier wirklich zu rushen mit deinen Fahrzeugen und halt das wirklich, ich sag mal, für den entscheidenden Punch zu sorgen. Und wenn das halt nicht klappt, dann, also nochmal kann man das dann nicht mehr versuchen. Das ist dann rum ums Eck. Als Kommandopanzer. Ja, jetzt kommt auch schon die SU-76 als Reaktion, aber ich halte von dem Teil eigentlich nichts. Ich finde das scheiße. Es gab mal eine Zeit lang, war das mal wirklich ein Rudel, da wirklich ein Rudel SU-76 rauszuhauen. Das kann schon auch effektiv sein, aber ich halte von den Dingen irgendwie nichts. Man sieht auch
Viel Schaden macht das nicht jetzt hier an den Kommandopanzern. Also so wirklich jetzt im Nahduell, sag ich mal, gewinnt der auch gegen das Ding. Jetzt kommt ja auch die Pack dazu, also mit dem Teil wird er, glaube ich, nicht glücklich. Nein, das war als Panikreaktion, musste das jetzt irgendwie kommen, aber wie gesagt, auf die Teile würde ich eher nicht setzen. Rollstelle, das wird nichts. Gut, Vorfahren ist jetzt aber auch nichts hier von Loofmist. Wenn er weiß doch, dass das Ding da steht, fahr doch weg. Also auf Long Range. Boah, also das war jetzt natürlich auch suboptimal. Jetzt zieht er zwar die Pack vor, aber ein Schuss noch und der Kommandopanzer ist down. Er geht doch jetzt down. Ja, das ist jetzt suboptimal gewesen von Loofmist. Die Pack verliert er jetzt auch. Ja, also vielleicht ist er da jetzt auch ein bisschen übermütig geworden, dadurch, dass er das erste Spiel halt schon echt relativ dominant auch gespielt hat. Und Paul jetzt hier seinen T-70-Rush halt auch wieder ordentlich verkackt hat. War jetzt hier vielleicht ein bisschen übermütig, aber das war jetzt dann wirklich total unnötig, hier mit seinem Kommandopanzer da vorzufahren. Er holt jetzt halt instant einen neuen. Das heißt, es ist jetzt hier kein Drama, aber die Pack ist jetzt halt auch weg und sagen wir mal, eine deutsche Pack will man will halt alles, aber nicht seine deutsche Pack dem Gegner geben. Er versucht jetzt halt auch sofort die rauszunehmen noch, aber das selbst wenn er das schafft, mitnehmen wird er sie nicht können und hier steht ja auch die SU-76. Ja, er hat jetzt die Pack halt wieder decrewed, aber ja, der wird sie jetzt nicht klauen können. Versucht er jetzt wahrscheinlich aber mit seinen Grenz, aber das wird nicht klappen, weil. Oder? Naja, das ist jetzt natürlich intelligent gemacht, sage ich mal. Das kann der Kollege hier nicht feuern und der klaut die Pack. Also, das ist jetzt wieder natürlich stark gemacht. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er die Pack da klauen kann. Und noch hat er es ja nicht geschafft, aber der Ansatz, ja, schafft es nicht. Aber der Ansatz war auf jeden Fall cool, finde ich. Mit dem Smoke, da hatte der dann auch mal seinen Sinn hier. Und es hätte ja fast geklappt. Also das fand ich cool. Coole Idee. Leider nicht erfolgreich. Ja, also ich habe zwar gesagt, mit dem Teil wird er nicht glücklich. Das hat jetzt Wert 2 und hat einen Kommandopanzer ausgeschaltet. Aber das war jetzt halt wirklich nicht, weil das Teil so geil ist, sondern weil halt. Das war halt echt ein bisschen Fail von Loofmist. Aber hab dabei jetzt. Also, das ist doch wirklich unfassbar. Jetzt habe ich schon wieder nicht gesehen, wie der einen Sniper verloren hat. Mann, ey, also. Laber und die Sniper-Geschichte wieder nicht gesehen. Aber gut, das war jetzt natürlich hier natürlich auch wichtig. Das ist wieder, wie gesagt, das Problem bei Livecasts, man kann halt auch nicht überall sein. Und wenn man dann noch so viel zusätzlich labert wie ich, vielleicht auch ein Fehler. Aber vielleicht nur mal kurz so zwischendurch. Ich habe halt schon auch bei den Casts so ein bisschen den Ansatz, zumindest so ansatzweise so ein paar Hintergrundinformationen halt auch mit einzustreuen. Also ich will jetzt nicht nur hier einfach nur so rumsitzen und zu sagen, ja, hier sehen wir jetzt einen Sniper, hier feuert der Sniper, jetzt ist er weg, sondern halt vielleicht schon auch ein bisschen was zu den Einheiten selber sagen. Ist die SU-76 jetzt gut? Ist sie schlecht? Wie ist die grundsätzliche Taktik und so weiter? Und wenn man das aber macht, dann hat man natürlich das Problem, dass man auch selber ein bisschen abgelenkt dadurch ist und dann auch das ein oder andere vielleicht mal übersieht. Ja gut, vielleicht werde ich dann mit ein bisschen Übung, wird mir das wahrscheinlich dann auch ein bisschen besser gelingen, aber nichtsdestotrotz halt ärgerlich, wenn einem das passiert. Ja, den Panzerspielwagen hat er ja auch schon wieder verloren. Der war im ersten Spiel schon nicht so sinnvoll, also praktisch ist das Ding immer irgendwie, aber
weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nötig war, den zu bringen, vor allem dann. Ja. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Hätte er sich eigentlich auch sparen können. War halt im ersten Spiel ganz nett, dass das Ding halt immer hier das Flugzeug runtergeholt hat, hier direkt. Das ist natürlich ein praktischer Nebeneffekt, aber ja, ich meine, so stressig ist das jetzt auch nicht. Also nur deswegen würde ich es jetzt nicht bringen. Ist praktisch, aber jetzt kein Muss. Ja, aber durch diese Fail-Aktionen hat Lufnes jetzt natürlich auf jeden Fall schon mehr Probleme als im ersten Spiel. Er ist jetzt Triple-Capped zum Beispiel. Das war im ersten Spiel, glaube ich, nicht ein einziges Mal der Fall. Ja, er bringt jetzt Panzergrenadiere. Ja, das ist halt auch irgendwie jetzt ein bisschen ein Problem. Er braucht jetzt halt Anti-Tank. Er hat noch kein T3 stehen. Fuel-mäßig ist es jetzt auch nicht mehr so, hat das jetzt auch nicht mehr so dicke. Also wenn er jetzt T3 geht, hat das eigentlich schon getaggt. Nee, er hat es auch nicht, noch nicht getaggt. Das heißt, er müsste jetzt erstmal T2 taggen, dann das Gebäude bauen und dann noch eine Einheit rausbringen. Und er hat aber schon zwei Kommandopanzer gebracht. Das heißt, das würde jetzt zu lange dauern. Also das bringt nichts. Das bedeutet, die Reaktion jetzt hier mit Panzergrenz ist vielleicht nicht optimal, aber die sind halt schon stark, vor allem gegen das Scheißteil hier. Hat er jetzt sogar ein bisschen Glück, dass er das nicht verloren hat, der Paul. Also das Ding geht halt mit zwei Salven von dem Panzergren halt down. Oder mit einer plus ein Schuss von dem P4. Das heißt, die Reaktion ist eigentlich okay. Und was man auch mal nicht vergessen darf, ist, dass dieser Kommandopanzer auch die Infanterie bufft. Man sieht es an dem Symbol hier. Ich glaube, die kriegen dadurch mehr Leben. Wenn da jemand eine genaue Info hat, so prozentual auch, was das genau bringt, wäre ich da sehr dankbar. Wie gesagt, das ist immer im COA2 ein bisschen ein Problem, die genauen Prozentangaben auch rauszukriegen. Aber jetzt kommt hier schon die IS-2 und jetzt hat er natürlich echt ein massives Problem. Ich meine, er hat es schon gerochen, hat dementsprechend jetzt hier zwei Panzergrenz, aber ich meine, Panzergrenz gegen IS-2 ist halt so ideal jetzt auch nicht. Man sieht das Bounce ziemlich und die IS-2 ist halt auch trotz dieses Buffs relativ böse, natürlich gegen Infanterie, oder das heißt relativ, total böse eigentlich. Das heißt, das ist jetzt wirklich überhaupt nicht optimal, die Situation, in der der jetzt ist, der Lufen ist. Das war wie gesagt, er hätte das Spiel hier schon ziemlich... Also das war halt extrem fail hier, die Aktion mit seinem Kommando-Tank. Ja, ich meine, wenn die durchkommen, machen die schon ordentlich Schaden und so. Aber ja, also ideal, man will normalerweise so als Haupt-AT gegen die IS-2 halt jetzt nicht unbedingt nur Panzergrenz haben. Die Pack hat er ja auch verloren, also das ist jetzt wirklich eine Scheißsituation für Lufnest. Vor allem auch die Pack noch dazu, das ist natürlich schon echt bitter. Jetzt wird er ihn vielleicht fausten für den Motorschaden. Man sieht, mit jedem Schuss geht da mindestens ein, zwei Männer immer down. Und das ist auf Dauer halt natürlich schon teuer einfach. Vor allem die Panzergrenzen sind so billig jetzt nicht zum Reflashen. Jetzt bringt er, ja, gerade wollte er noch einen Panzergren. Das hat er sich jetzt wohl wahrscheinlich gerade auch gedacht. Noch einen Panzergren bringen. Hat sich dann jetzt aber doch für den Pack entschieden. Das halte ich auch echt für die bessere Wahl. Jetzt muss er hier schon fast wieder aufpassen, der Paul. Seinen Sniper hat er jetzt schon wieder verloren, der Paul. Ich habe es natürlich wieder nicht gesehen. Oh Mann, ey. Ja, und schon hat sich's aber eigentlich schon wieder ein bisschen gedreht. Also der konnte jetzt tatsächlich mit dem Panzergrenz die IS-2 auf Distanz halten. Hat den gegnerischen Sniper gekillt, jetzt selber noch einen Pack dazu und schon steht er halt wieder eigentlich ordentlich stabil.
Also das ist eigentlich schon echt bewundernswert, wie gut sich jetzt Lufnest, wie schnell vor allen Dingen, aus der schon echt prekären Situation wieder befreit hat. Also das ist schon echt stark, muss man sagen. Also selbst das lief jetzt wirklich mehr als beschissen eigentlich die letzten paar Minuten für Lufnest. Aber eigentlich dann halt instant sofort die richtige Reaktion, so als Notmaßnahme, die zwei Kollegen Panzergrenadiere hier. Das hat dann einigermaßen geklappt, bringt jetzt noch den Pack dazu, einen Kommandopanzer hat er noch, den Sniper hat er, Wert 3, hier die zwei Grenz und schon sieht es halt wieder ganz ordentlich aus. Paul hat hier noch einen T-70 wieder dazugebracht, ja, den Kommandopanzer sollte er allerdings nicht verlieren, der ist jetzt schon wichtig. Aber gut, hier steht der T-70, ein schöner Angriff von Paul. T-70, um die Pack rauszunehmen. Dann kann der die IS-2 reinfahren, aber der schafft es einfach nicht, die Pack rauszunehmen. Weil wenn er jetzt die IS-2 verliert, ist bitter. Boah, ja, hat er Glück, dass das Teil bounced. Der hätte schon raus, aber der verliert jetzt da sein T-70. Also das war jetzt natürlich wieder total Fail von Paul. Das heißt Fail, natürlich auch ein bisschen Pech. Der T-70 steht hier halt einfach echt, keine Ahnung, 30 Sekunden neben der Pack und schafft es nicht, die zu decrewen. Das geht natürlich im Normalfall auch ein bisschen schneller. Also von daher war das einerseits nicht optimal, andererseits natürlich auch einfach ein bisschen Pech jetzt von Paul. Aber das ist jetzt natürlich eine Katastrophe. Der Push war halt wieder jetzt völlig für den Arsch und wird halt weiter dafür sorgen, dass Paul sich jetzt hier stabilisiert, weil Paul hat halt nichts verloren. Hat den T-70 rausgenommen und die IS-2 ist jetzt auch erstmal aus dem Spiel. Weil bis die repariert ist, bei der langsamen Repair-Geschwindigkeit, das dauert. Lufnest geht hier jetzt schon wieder ziemlich offensiv nach vorne. Vielleicht hofft er, dass hier die IS-2 steht, die er dann gleich noch komplett rausnehmen kann. Na, das wird er jetzt nicht schaffen. Aber ist natürlich einen Versuch wert. Oft stellen die Leute halt dann einfach ihre IS-2, die hätte zum Beispiel auch gut hier stehen können. Und wenn das passiert, wäre sie jetzt down gewesen. Aber natürlich, ja, Paul ist dann doch gut genug, um genau sowas halt dann nicht zu machen. Aber viele Spieler machen das. Das ist tatsächlich dann manchmal nicht schlecht, da dann nachzusetzen. Das zeichnet dann auch einen guten Spieler auch aus, dass er weiß, okay, ich habe den Angriff jetzt zurückgeschlagen. Ich weiß, was der Gegner verloren hat. Ich weiß, was er auf dem Feld hat. Kann ich jetzt nachsetzen? Und ja, ja, oh, das ist jetzt gefährlich hier. Paul bringt einen neuen Sniper und... Aber er hat es schon gesehen. Er hatte schon hier gerade die Schussanimation. Er hat dann doch nicht gefeuert, aber... Lufnest hat es schon gesehen, also Überraschungseffekt wird es jetzt hier nicht mehr geben. Das ist so grundsätzlich, das finde ich, macht Paul einfach nicht gut. Einfach mal auch diesen Überraschungseffekt mit den Snipern ausnutzen. Also einfach mal nicht immer sofort offenbaren, dass man einen hat. Einfach den mal hier ein bisschen rumsneaken können und sobald Lufnest dann hier wieder operiert mit seinem Sniper, den einfach zu countern. Das macht er wirklich, das ist einfach nicht so toll, finde ich, von Paul. Er spielt ja wirklich jetzt ordentlich, aber das Sniper-Play, das ist einfach nicht optimal, meiner Meinung nach. Immer sofort den Sniper zu offenbaren und so, das ist... Jetzt läuft er hier wieder relativ offensiv rein. Der weiß doch, dass der gegnerische Sniper da steht. Der wird doch jetzt schon wieder gecountert. Und jetzt Brandschuss und schon wieder raus. Also, das ist wirklich scheiße. Der wird instant nachgebaut. Aber das ist im Prinzip das, was Paul immer wieder, also sowohl im ersten Spiel als auch jetzt hier, immer wieder das Genick bricht. Verliert ständig seine Sniper, so generell ist das nicht so optimal, wie er die spielt. Und ja, das ist halt einfach, die sind so immens teuer, das kann man sich einfach nicht erlauben, vor allen Dingen nicht gegen einen Spieler wie Lufnest. Jetzt hier schon wieder, wie viele Sniper hat er jetzt schon wieder verloren? 3. Das sind schon wieder 1080 Manpower. Das ist jetzt hier schon wieder der vierte Sniper, den er bringt. Das kann man einfach so nicht machen. Das bricht
bricht ihm jedes Mal wieder das Genick. Das ist einfach nichts. Und wenn ich schon merke, okay, mein Gegner ist halt nun mal einfach besser, was jetzt das Sniper-Play angeht, dann muss man halt vielleicht auch einfach mal sagen, okay, muss man sich halt vielleicht auch einfach mal dann eingestehen und sagen, okay, der Gegner ist da nun mal einfach besser wie ich. Ich muss halt einfach mal was anderes probieren. Oder ich sag mal einfach mehr auf Fahrzeuge setzen. Weil wenn man hier mal guckt, Paul hat doch massiv Fuel. Der hat jetzt gerade schon wieder eine IS-2 gebracht, hat aber noch 230 Fuel übrig. Das heißt, hier massiv auf Fahrzeuge zu spielen, also zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, ein Rudel T-70 und so weiter, zusammen sogar mit einer IS-2, das wäre doch alles möglich. In dem Fall jetzt halt nicht, weil er immer halt, also der Flaschenhals ist halt die Manpower, weil er halt einen Sniper nach dem anderen immer verliert, der Paul. Gut, jetzt kann er vielleicht, ja, jetzt nimmt er hier den Kommandopanzer raus. Wir haben einen Panzer verloren. Ja. Also jetzt auch von Rufnest nicht so optimal gespielt. Also insgesamt eigentlich von beiden Spielern schwächer wie im ersten Match, meiner Meinung nach. Panzer 4 ist bereit für den Kampf. Also das Sniper-Play ist immer noch so die Achillesferse von Paul. Das macht er genauso schlecht oder gut, wie man es sehen will, wie im ersten Spiel. Rufnis hat zwar auch einen Sniper verloren, aber insgesamt ist er einfach besser, was das angeht. Er hat halt auch ein bisschen Failure, jetzt schon zwei Kommandopanzer verloren. Jetzt kommt auch instant wieder der nächste. Also jetzt auch nicht optimal von Rufnis, aber naja, trotzdem ist er so AT-mäßig halt noch ganz gut aufgestellt. Das ist halt auch nicht so, wenn er... Ich sag mal, wenn er sich jetzt die IS-2 wieder rausnehmen lässt, dann ist es endlich... Ja, okay, also das war's jetzt meiner Meinung nach. Ja. Ja, wie gesagt, das zweite Spiel gefällt mir jetzt nicht mehr so. Von beiden, aber vor allen Dingen auch wieder von Paul. Jetzt schon wieder die IS-2 weg, schon drei Sniper verloren. Das ist jetzt... Das ist nicht mehr jetzt High-Class... Gaming, was der hier abzieht. Wie gesagt, von Leafness ist auch nicht alles super, aber ja, was soll das denn jetzt hier? Jetzt rennt er hier wieder vor mit seinem Sniper, hat nur ultra Glück, dass er den nicht instant wieder verliert. Drei Schüsse von dem Kommandopanzer auf den Sniper, die alle vorbeigehen, das ist halt immens glücklich eigentlich nur. Jetzt verliert er wahrscheinlich hier seine Su. Und dann ist halt endgültig Schicht im Schacht. Ja, also das ist nichts. Ich finde, der hätte einfach mehr auf Fahrzeuge spielen sollen, der Paul. Ich meine, jetzt braucht er damit auch nicht mehr anfangen. Aber, ich sag mal, zu Beginn des Spiels oder im Midgame. Ja, okay, das ist es auch. Er hofft halt, dass er die Pack rausnimmt, bevor die nochmal feuern kann. Das ist natürlich auch riskant. Ja, jetzt ist die SU-76 down durch die Pack. Also das ist alles wirklich nicht so toll, was Paul hier bringt. Und jetzt ist wirklich eigentlich, ja, das Spiel ist halt vorbei. Es war im Prinzip schon vorbei, als er die SU-76 schon wieder verloren hat. Ja, wenn er seinen Sniper verliert, kann man auch die Uhr nachstellen, so wie der spielt jetzt hier, aber rennt er wieder voll verpeilt hier nach vorne. Ein Schuss kann den halt schon down bringen. Verliert er hier jetzt wieder seinen Kommandopanzer? Nee. Ja, gut. Sniper auch wieder 33 Kills. Weil das für CO2-Verhältnisse gar nicht mal so viel ist. Also in COH1 sind 33 Kills mit dem Sniper halt schon echt episch eigentlich. In COH2 ist das eigentlich eher Durchschnitt. Also ich habe auch öfter schon Sniper mit 50 Kills plus. Das ist tatsächlich nicht so ungewöhnlich.
Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass in COH2 die Spiele meiner Meinung nach tendenziell sowieso länger dauern, einfach wie in COH1. Also Spiele, die eine Stunde gehen oder sogar länger im 1 gegen 1, sind halt in COH2 tatsächlich nicht ungewöhnlich, wenn die Spieler einigermaßen gleich stark sind. In COH1 war das dann doch eher die Ausnahme. Also da war dann meistens eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Also diese richtig langen Spiele, die kommen in COH2 meiner Meinung nach öfter vor als in COH1. 9 Kills für den Kollegen. Ja, aber jetzt Triple Capped. Paul hat im Prinzip gar nichts mehr. Ja, Panzer bringen jetzt nichts mehr. Zwei Packs Kommandopanzer mit zwei Schreckgrenz, das bringt nichts. Infanterie 2 W3 LMG Grenz, ist auch unterlegen. Sniper Play ist ja sowieso grundsätzlich halt spieltechnisch unterlegen. Also das ist jetzt einfach rum, das Spiel. Ich meine, jetzt bringt er nochmal eine IS-2, aber damit wird er halt wieder nicht glücklich. Weil, ja, es ist jetzt wirklich genug Anti-Tank auch vorhanden. Da natürlich auch klar, dass man jetzt in so einem Finale halt jetzt nicht instant rausgeht, aber ja, das wird hier nichts mehr für Paul. Was ist eigentlich das Wett 1? Ja, dieses Schwachpunkt anvisieren, das vergesse ich jedes Mal, das zu benutzen, obwohl das eigentlich eine echt geile Fähigkeit ist. Also ich nehme mir jedes Mal vor, boah, beim nächsten Mal, da musst du unbedingt dran denken, und ich vergesse es jetzt jedes Mal wieder, wenn ich Wehrmacht spiele. Ja, und das ist jetzt genau wieder micromäßig suboptimal. Dreht sich hier noch irgendwie bescheuert, dann wird er jetzt auch wieder verlieren, weil er seine Pack zieht er mit. Zwei Schreckgrenz. Ja, das war's. Ja, es ist jetzt hier komplett in die Basis zurückgedrängt. Panzer 4 im Raid jetzt die. Dort jetzt die Infanterie, hier steht die Panzerabwehr. Das Reparieren dauert 200 Jahre. Harter Hit jetzt hier, den könnt ihr jetzt verlieren nochmal. Ja, aber das ändert jetzt nichts mehr. Also selbst wenn er den Angriff jetzt noch irgendwie ein bisschen zurückschlagen kann, das war es jetzt halt trotzdem. Den Kommandopanzer sollte er jetzt trotzdem hier nicht verpeilt rumstehen lassen. Er will halt unbedingt jetzt seine Packs retten, das schafft er auch. Ja, wie gesagt, ist jetzt eigentlich egal, was Rufnis gewinnt das Ding jetzt locker vom Hocker. Hier ein Mörser noch gleich dahinter, ist auch wieder ein Übel. Jetzt kommt hier wieder ein T-70 wahrscheinlich gegen die Pax, aber ja, das ist jetzt so das letzte Aufbäumen. Das wird ihm nichts mehr helfen. Auch Siegmarkentechnisch ist jetzt dann Sense gleich. Also selbst wenn er jetzt hier sich wieder befreien kann, bis der die Siegmarken gekappt hat, der Paul, ist, hat er schon verloren. Der Sieg ist nah. Der Feind hat nur noch 25 Punkte. Der Feind erobert unser Gebiet. Ja, ich kann ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit dem Fazit anfangen. Also, so grundsätzlich finde ich mal suboptimal, dass Paul im Prinzip genau die identische Taktik gefahren ist, bis zu einem gewissen Grad wie im ersten Spiel. Ja, jetzt ist es ja auch zu Ende. Ja, was wollte ich sagen? Also, dass Paul hat im Prinzip, also beide Spieler eigentlich, aber jetzt fange ich mal mit Paul an,
genau die identische Taktik gefahren wie im ersten Spiel. Conscripts, dann dazu Sniper. In dem Fall hat er jetzt versucht, also er wollte drei Sniper bringen, also statt zwei jetzt. Das hat aber auch wieder, um da halt so ein bisschen im Sniper-War die Oberhand zu haben, was ja im ersten Spiel nicht geklappt hat. Das hat aber auch wieder nicht hingehauen, weil Lufen ist halt einfach mit den Snipern ein bisschen stärker spielt als Paul jetzt. Das war halt einfach, da ist Paul halt einfach ein bisschen unterlegen, was jetzt das Sniper-Micro und so angeht. Ja, selbstkritisch muss ich dann auch anmerken, ich habe das relativ häufig jetzt übersehen, die Geschichten mit den Snipern, das kann man ja auch mal sagen. Also nicht nur Paul war nicht so gut, sondern ich auch nicht. Ich habe da relativ viel übersehen. Ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, dann war die Variation so ein bisschen, dass er dann eben die 2 T70 gebracht hat, um da die eine Pack rauszunehmen. Das hätte auch wirklich klappen können, so schlecht war das gar nicht gemacht. Das hat dann so ein bisschen unglücklich nicht geklappt und dann passiert halt das, was ich ja jetzt auch schon öfter angesprochen habe, auch in anderen Casts. Das Problem an so einem Fahrzeugplay mit leichten Fahrzeugen ist halt immer, wenn das nicht klappt, dann ist man halt im Anschluss dann immer relativ gearscht. Weil eine zweite Chance kriegt man mit den leichten Fahrzeugen halt meistens dann nicht. Also das muss normal beim ersten Mal klappen. Dennoch bin ich der Meinung, dass Paul jetzt, der hätte sich das mit den Snipern sparen sollen, einfach. Also wie gesagt, er hätte im ersten Spiel schon merken müssen, okay, da ist mein Gegner einfach besser wie ich. Und er hatte halt im Unterschied zum ersten Spiel, wobei im ersten Spiel hat er auch genug Fuel gehabt, aber er hatte zwischendurch dann mehr Map Control als im ersten Spiel, hatte dementsprechend auch immer genug Fuel. Also ich bin der Meinung, er hätte einfach stärker auf Fahrzeuge spielen können. Zum einen, er hätte zum Beispiel seinen Fahrzeug-Push mit den T70, das hätte er ein bisschen noch verstärken können, indem er einfach vielleicht sogar noch einen dritten bringt. Er hätte grundsätzlich mehr auf Panzer spielen können, also zum Beispiel ne, auf den T4 gehen dann im Anschluss. Er hatte wirklich massiv Fuel. Also der hat einen IS-2 verloren, den zweiten gebracht und dann immer noch über 200 Fuel übrig. Er konnte sich halt manpowermäßig dann immer, hatte er dann halt ein Problem, einfach weil er halt andauernd seine Sniper verloren hat. Ja, das war so ein bisschen das Problem. Also ich denke, hartes Fahrzeugplay wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen für Paul. Man darf ja auch nicht vergessen, also das mit den 2 T70 hätte klappen können. Aber wenn er sich das mit den Snipern spart, also er hat ja drei Sniper gebracht, das ist halt eigentlich auch völlig Overkill. Wenn er sich das spart, dann kann ja massiv früh auch der T70 zum Beispiel schon kommen. Und wenn man dann zwei oder drei bringt, dann ist der Fahrzeugpush natürlich noch um einiges härter. Ja. Von daher, die Fokussierung auf seine Sniper war halt einfach ein Fehler und zwar sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel. Und das ist auch, denke ich, grundsätzlich mal so das Ding, dass jetzt Lufnes den Sieg beschert hat, einfach dass sein Sniper-Play einfach besser war wie das des Gegners. Ja, zu Lufnes im zweiten Spiel, wie gesagt, erstes war ja sehr solide, das war alles in Ordnung, sehr wenige Fehler. Im zweiten Spiel war das auch nicht ganz so stark wie im ersten. Also sein Kommandopanzer, den ersten hier, den hat er ziemlich fehlartig geopfert, sage ich mal. Da war er ein bisschen übermütig. Okay, kommt vor. Ansonsten hat er im Prinzip genau gleich gespielt, auch wie jetzt im ersten Spiel. Zumindest im Early Mid-Game, also zwei Sniper, MG, zwei Grenz, dazu dann eine Pack. Dann am Ende zwei Packs. Ja, das ist halt immer ein solides Setup. Dann dazu halt den Kommandopanzer, das kann auch gut sein. Oder ist eigentlich immer ganz gut, so die Kombination. Als er dann hier verloren hat, kam er dann mal kurzfristig wirklich in Bedrängnis. Hat dann aber, und das war eigentlich das Starke diesmal an dem Spiel von Lufnest,
dann wirklich optimal reagiert. Also der hatte dann das Problem, der hat seinen Kommandopanzer verloren, er hat die Pack verloren, er hatte dann wirklich ein massives AT-Problem und genau in dem Moment kommt dann die IS-2 aufs Feld. Und das muss man dann natürlich erstmal schaffen, um dann halt nicht komplett vom Feld gedrückt zu werden. Also das hat er dann wirklich saustark gemacht. Sofort instant reagiert mit Kommandopanzer, die den Buff ja auch für die Infanterie geben. Dann zwei wird drei Grenz raushauen. Dann das hat dann auch wirklich, das hat mich selber ein bisschen überrascht, ganz gut funktioniert. Also die tatsächlich die IS-2 auf Distanz zu halten oder sogar in Bedrängnis zu bringen, hier nur mit den zwei Panzergrenz. Ja, das ist tatsächlich, das war auch im Prinzip das Einzige, was er in dem Moment halt schnell aufs Feld bringen konnte. Ja, wie gesagt, er hatte kein T3, er hat es noch nicht mal getaggt gehabt, er hat es immer noch nicht getaggt. Also reines T2-Play. Und ja, wie man sieht, das kann natürlich auch ganz effektiv sein. Das war wirklich dann stark gemacht, also die Reaktion darauf. Und ja, vielleicht jetzt auch nicht optimal, wie jetzt dann Paul mit seiner IS-2 gespielt hat. Auch zwei Stück verloren, das ist schon die dritte, glaube ich. Ja, also das war stark von Lufen, ist grundsätzlich aber auch ein bisschen schwächer wie im ersten Spiel. Also wirklich auch ein, zwei, drei harte Fehler drin gehabt hier mit dem Kommandopanzer, als er den verloren hat und so. Aber ja, ein guter Spieler zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wenn es scheiße läuft, dass er halt auch wirklich schnell dann auf die Situation reagiert und dann halt jetzt, wenn mal was nicht optimal klappt oder ein Fehler passiert, dann jetzt nicht sofort das ganze Spiel aus der Hand gibt. Von daher auch wirklich dann stark gemacht von Lufnest. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ja, Lufnest hat halt einfach stabil über zwei Spiele gespielt. Zweites Spiel, wie gesagt, von beiden jetzt nicht ganz so stark, finde ich, wie das erste Spiel. Vielleicht auch ein bisschen schade, dass halt beide im Prinzip dann gleich mal nochmal also zumindest bis zum Midgame die identische Strategie gefahren haben. Vor allen Dingen Paul hätte, finde ich, auch einfach reagieren müssen auf das erste Spiel. Ich meine, klar, Lufnis denkt sich halt vielleicht, ja, das hat im ersten Spiel fast optimal funktioniert, wie soll ich da jetzt was ändern? Aber Paul hätte sich natürlich schon denken können, okay, das hat jetzt wirklich nicht so optimal geklappt mit meinen Snipern. Und dann war eben seine Reaktion eher nicht, er war halt nicht, ich probiere jetzt was anderes, sondern er war halt einfach, die Reaktion war halt einfach, ich bringe einfach noch mehr Sniper. Ja, das ging nicht auf und dementsprechend hat er dann auch verdient verloren. Insgesamt auch über beide Spiele hinweg finde ich Lufnis der Stärke der Spieler und dadurch dann auch der verdiente Sieger, finde ich. Ja, damit wäre der Cast auch wieder zu Ende. Wie gesagt, sorry, ich habe da zwei Situationen auch gehabt, wo ich einfach den Sniper-Kill nicht gesehen habe. Aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das ist tatsächlich, wenn man das Spiel vorher nicht gesehen hat, dann nicht immer ganz so einfach. Vor allen Dingen bei Top-Spielern, die wirklich auf der Karte an mehreren Orten gleichzeitig unterwegs sind. Wenn man sich dann jetzt, keine Ahnung, hier auf das Gefecht konzentriert und da drüben dann Sniper gekillt wird, dann sieht man es halt nicht. Das ist tatsächlich dann nicht so einfach. Ja, trotzdem, ich denke mal, vielleicht mit ein bisschen Übung wird das dann vielleicht auch besser, dass mir das dann nicht so häufig dann passiert, aber optimal ist es natürlich dann eben nicht. Also, vor allem jetzt Sniper-Kills sind ja dann doch immer recht wichtig, die sollte man, wenn es irgendwie geht, halt nicht übersehen. Aber gut, trotzdem so insgesamt über zwei Spiele hinweg interessantes Match. Einige schöne Spielzüge dabei, auch von Paul. Auch die Geschichte hier, als Lufnist versucht hat, sich die Pack, die er verloren hatte, wiederzuholen. Schöner Einsatz von dem Smoke. So dass er sich, also es hat dann letzten Endes doch nicht geklappt, aber die Idee war cool. Also wie gesagt, hat schon auch ein paar ganz nette Spielzüge drin.
Und von daher eigentlich ein interessantes Match. Und damit verabschiede ich mich dann auch wieder und sage bis zum nächsten Mal.